Das ist schon bei mir, ne, also wenn man mir Sachen erklärt, ne, und jemand zu mir kommt, dies ist ein Fall, schon würde ich schon von Anfang an sagen, kann ich nie, will ich nie, keine Zeit. Hallo meine Freunde, der Sonne ist immer wieder und weiter geht's mit Mama Wutz gegen Klurak. Runde 1. Ah, das Originalvideo wurde nicht bearbeitet, das ist gelogen. Rum. Ganz herrlich. Hast du denn einen Ball? Nein, das macht nichts. Ja, klar, der hat keinen Ball, also weg. Nee, ist nie mein Freund, der hat keinen Ball. Der hat, nee, der soll ich andere Freunde suchen. Ich suche mir nur Freunde, die Bälle haben. Gib mir einfach unseren als ob Ball. Fang, Klausi! Als ob! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh. Als ob! Ganz weit. Uff. Hallo zusammen. Hallo Luisa, wir spielen gerade mit unserem Als-Ob-Ball. Lol. Hallo zusammen. Hallo Luisa, bist du eine Möhre? Nee. Oh, das ist schon eine ganz schöne Beleidigung, ne? Dafür sollte man den zementieren hier, ne? Also, so geht's nicht. So geht's nicht. Ich bin keine Möhre, Mann. Ich bin nämlich eine Kartoffel. Ah, hurra! Ganz herrlich. Sieht total scheiße aus. Schorsch kommt auch zum Spielen. Der Unbeliebte. Schorsch denkt nach. Schorsch ist raus. Boah, aber ne, der Schorsch ist ja eigentlich voll die gute Bewässerungsanlage, ne? Wenn man Garten hat, ne, und man keinen Bock hat auf Bewässern, muss man einfach Schorsch dazu bringen, dass er ein bisschen weint, ne? Und dann spart man auch Geld, ne? Er trocknet aus, aber du sparst Geld, ne? Denk mal drüber nach, ne? Ganz herrlich. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama? Mama? Die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Nein. Madame Gazelle. Boah, wenn ich die Mutter würde, ich jetzt einfach sagen: Ich habe gar keine Kinder. Raus aus meinem Haus. Aber ganz schnell hier. Ich bin hier eure Mutter. Aber ganz schnell raus hier. Gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich habe da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es war so klar, dass ins Fortnite kam. Ich lässt. Es wird schon gehen. Dann morgen. Hallo, Herr Bulle. Muh. So willst du es lassen. Sieht gut aus. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das machen will. Keine Sorge. Sie bekommen vorher alles erklärt. Dies hier ist dein Fallschirm. Der hilft. Ja. Das ist schon bei mir, ne, also wenn man mir Sachen erklärt, ne, und jemand zu mir kommt, dies ist ein Fall, schon würde ich schon von Anfang an sagen, kann ich nie, will ich nie, keine Zeit. Ja, also allein schon die Sachen, wenn mir jemand was erklärt, sage ich schon von Anfang an, stopp, ich verstehe es eh nie. Ne? Also und wenn da jemand kommt mit einem Fallschirm in der Hand, würde ich schon, ne, schon sagen, hier, nee, du, ich habe Ofen angelassen, ich habe gar keine Zeit, du, gar keine, tut mir leid. Ihnen durch die Luft zu schweben. Sollte ich das mal üben? Warum nicht? Na klar, aber ohne Fallschirm bitte. Sie sind ein Naturtalent. Hurra! Sie sind jetzt bestens trainiert. Alle an Bord! Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Ja, aber schade doch nie das Flugzeug, wenn der... Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Ein paar Sekunden später.
Brumm. Ganz herrlich. Boah, kann man nicht... Wisst ihr, man muss ja auch mal ehrlich sein, ne? Ich habe keine Kinder, aber man muss doch auch mal sagen, hier, pass auf, Detlef, setz dich mal hin. Das sieht scheiße aus. Du kannst nicht malen, lass es sein. Such dir was anderes, ne? Spiel dann mit Lego oder mit Duplo, aber du kannst nicht malen. Das wird nie eine Karriere für dich sein. Kannst einfach nicht, Pech gehabt. Musst du dir was anderes suchen, aber bestimmt nie malen. Ne, man muss halt, ja, man sollte schon ehrlich zu seinen Kindern sein. Ich glaube, ich wäre ein absolut ekliger Vater, ne? Naja. Ganz herrlich. Wir spielen gerade mit unserem Als-Ob-Ball. Als-Ob-Ball. Als-Ob. Shane. Ja, Klurak hat sich gerecht. Das hätte ich aber auch gemacht. Ich hätte mich aber nie im Spiel gerecht. Ich wäre dann zu der Dame nach Hause gegangen. Weil es kann nicht sein, ne? Man läuft da rum und wird einfach gesniped. Ich habe ja damals zum Beispiel Fortnite immer gespielt, weil ich wollte halt einkaufen, ne? Ich fand die Einkaufsläden cool, ich hab mir die Regale angeguckt, die Häuser da und die Wildnis, ne? Und, ich wurde auch immer gesniped. Fand ich nicht schön, aber so ist es manchmal im Leben. Ich hoffe, euch hat's gefallen, guckt unbedingt das Original an, lasst Watchtime da, lasst ein Abo da, lasst einen lieben Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.